Herzlich willkommen zu einem etwas ruhigeren Anno 1404 als die letzte Aufnahme das hatte. Wie ich vorhin, also naja, gestern oder jetzt, wahrscheinlich lade ich die Folgen sowieso gleichzeitig hoch, bereits erwähnt hatte, hatte ich auf der letzten Anno 1404 Kampagnenfolge gleich zwei hier eine Content-ID vermerke. Das heißt, dass dritte Parteien Anspruch an Videostücken erhoben haben, die in diesem Spiel vorkommen. Und weil ich keine große Lust hatte, mich da jetzt wahnsinnig mit auseinanderzusetzen, habe ich die Musik etwas zurückgeschraubt. Aber anscheinend so leise, dass man sie wirklich nur noch erahnen kann. Ja, wirklich sehr, sehr leise. Naja, ihr kennt die Musik ja schon und, vielleicht drehe ich sie ja noch ein bisschen hoch. Wo ist das denn? Option. Sound, die steht jetzt auf 5. Wir packen jetzt mal auf 6. Also die Musik ist so laut, die fetzt einem die Ohren weg, wenn ich jetzt mit meinem Headset sitze. Und, genau. Warum sind wir jetzt hier im Hauptmenü? Wie ich am ganzen Anfang angekündigt hatte, also am Anfang des Let's Plays von Anno 1404, der Story, den Story-Modus, habe ich geplant, im neuen Jahr ein Endlos-Spiel, also wenn wir uns ein bisschen eingespielt hatten, ein Endlos-Spiel anzufangen. Und das werden wir jetzt auch machen. Gehen Sie erneut auf die Reise. Ja, genau. Ich würde gerne die Einstellung. Wir werden uns prächtig verstehen. Sofern ihr von angemessener Herkunft seid. Gut. Wir haben hier, ihr seht, dass ich schon ein paar Sachen gemacht habe. Hier sind, die Grundeinstellung habe ich jetzt gelassen. Also hier, von den Personen habe ich mir einfach eine mit einem Stern, eine mit zwei Sternen Herausforderung und eine mit drei Sternen Herausforderung reingezogen. Ich weiß nicht, was das hier für ein, Symbol sein soll, also weiß ich nicht. Haken? Ein Teufelshörnchen? Sagt mir ehrlich, seid ihr fromm und folgt den Geboten Christi? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich so viel Fanatiker... Naja, ich habe ja nicht die D'Artois hier drin. Das geht ja noch. Gut, wir werden noch ein paar andere Sachen einstellen, und zwar in der Größe Ruppigkeit, bla 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 bla. Nee, das war alles in Ordnung soweit. Kann man hier irgendwie Zahlen eingeben? Oh, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Karte erstellen. So. Oder ein Seed eingeben. Man kennt das von Minecraft. Der muss anscheinend fünfstellig sein. Machen wir das einmal so. Und das Feuer darf ruhig an sein, damit wir so ein bisschen Zufallsauftragsgebiet haben. So, Startsituation. Besten volles Kontor, ich hatte nur Kontor genommen. Das Problem dabei war, dass ich gar kein Schiff hatte. Ich konnte nicht handeln. Ich hätte... Am Anfang habe ich das total falsch gemacht. Da habe ich dann einfach gebaut, wie ich halt auch verschwenderisch im Story-Modus baue, weil da hat man ja einfach ein Schiff. War alles gar kein Problem, bis ich gemerkt habe, dass ich gar keine Werkzeuge mehr hatte. Tudu! Ja, und dann die ganze Zeit, ja, Sie können bei mir Werkzeug kaufen, können Sie gerne machen, Northy halt, wie man ihn so kennt. Und dann habe ich mir gedacht, oh schön, schickst du mir auch ein Schiff? Nein, hat er nicht gemacht. Deswegen werden wir mit einem Flaggschiff anfangen. Das hat die gleiche Schwierigkeit wie ein Kontor. Die Ladekammern enthalten Holz, Werkzeug und Fisch, für den Anfang gar nicht schlecht. Und zusätzlich, das Gute ist auch noch, dass wir... Gut, hier lassen wir alles aus, weil sonst haben wir gar kein endloses Spiel. Das zweite Gute ist, dass... Okay, also mit Punkt und Komma können wir die Gebäude auch ausrichten. Interessant. Hier gibt es wenigstens Tipps. Im Story-Modus gibt es das nicht. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass das zweite Gute ist, dass wir uns erstmal eine Insel aussuchen können. Das ist sehr schön. Da können wir dann hinfahren und sagen, okay, das ist unsere. Ich bin jetzt sehr gespannt. Die alte Insel, die alte Karte kannte ich schon. Wir haben die Karte auch aufgedeckt. Im Story-Modus können wir genug erforschen. Das müssen wir im Endlos-Spiel nicht machen. Da legen wir den Fokus dann darauf, dass wir am Ende eine Metropole haben wollen.
oder eben einfach so lange spielen, wie die anderen Anno-Spiele so dauern. Ja. So viel dazu. Das ist der letzte Urlaubstag. Ich bin ein bisschen wehmütig. Man kennt das. Wie geht das euch an letzten Urlaubstags? Habt ihr eine Arbeit, bei der ihr euch so freut, dass ihr gar keinen Urlaub haben wollt? Oder hält sich das so wie bei mir meistens die Waage mit? Ja, es ist ganz nett, aber Urlaub ist noch schöner. Kann man nur machen, was man möchte. Auf der Arbeit ist es ja meistens schon so, dass man so gewissen Zwängen unterworfen ist, was normal ist. Ich will mich hier nicht beschweren, aber wenn ich dann erstmal drin bin, geht's auch wieder. Ich gehe eigentlich sehr gern zur Arbeit. Es sei denn, ja, ja. Man kennt das. Segel setzen! Wir reden nicht weiter darüber, sondern lassen andere für uns arbeiten. Huch! Das ist unser Schiff. Dies Schiff wird euch bei der Suche nach einer neuen Heimat dienlich sein. Ach, dieses hier. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr damit eines Tages auch in die Gefilde des Morgenlandes vorstoßen. Das Morgenland ist hier direkt vor der Tür, ja, das sitzt hier schon. Vielleicht können wir uns irgendwas mit Kontor suchen. Also mit einer anderen, irgendwas Bewohntes. Ah, die bauen hier kräftig schon, oder was? Gut, wir haben hier wahrscheinlich wieder Kaisershafen. Genau. Lord Richard Northburg bietet Ware und Items zu verkaufen. Blablabla. Okay, gut. Wir suchen uns mal das schönste, größte aus, falls kein anderer hier sein möchte. Das ist eigentlich sehr schön. Und bauen unser Kontor aber mal hier als Öffnung hin. Sonst haben wir immer so einen weiten Weg, dann müssen wir hier drum rumschippern. Insel. Das ist ein bisschen... So, mal gucken. Nicht, dass die anderen auch den Plan haben, dorthin zu segeln. Wo ist denn überhaupt mein Schiff? Oh, jetzt habe ich wieder pausiert. Jetzt geht das wieder los. Ist das mein Schiff? Ja, das ist mein Schiff. Das ist die Neptun. Sehr schön. Wir schippern zu auf eine unbewohnte Insel, die viele Dinge enthält. Das ist Sohle, okay. Hier ist ein gestrandeter Wal. Dort haben wir Kohlevorkommen. Ist eigentlich auch ganz nett. Was mich mehr interessiert... Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Oho. Dann nehmen wir mal diese Insel ein. Wahrscheinlich hat er nach Vorkommen... Stein haben wir schon mal, das ist gut. Und jede Menge Sohle. Was wir nicht haben, was ich nicht ganz so schön finde, ist Eisen. Aber da werden wir wahrscheinlich dann einfach noch eine Insel besiedeln müssen. Wo ist denn jetzt mein Schiff? Gut, dann setzen wir hier unsere... Oder machen wir das hier? Wo haben wir denn den schöneren Strand? Den größeren eigentlich. Oh, hier haben wir ganz viel Strand. Nee, dann machen wir da oben die... wie heißt das nochmal? Fischerhütten hin, genau. Und besiedeln einmal hier unsere Insel. Die anderen suchen immer noch ein bisschen die anderen Inseln ab. Und bevor die auf die Idee kommen, sich hier niederzulassen, zack, bauen wir hier unser Kontor. Hier ans Eck, dann können wir... Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Das kleine Kontor enthält auch gleich alles, was wir brauchen. Und mit dem Handel, mit dem Flaggschiff können wir auch erstmal Handel treiben. Das ist sehr schön. Gut. Gleich 10 Miese. Das geht gut los. Aber wir hatten 30.000 eingestellt. Das geht ja. Dann bauen wir uns jetzt gleich einen schicken Markt hin. Den bauen wir uns mal am Rand des Einzugsgebietes. Das ist direkt in die Mitte des Kontors. Damit wir auch gleich eine Straße durchziehen können. So, hier im Menü. Du nervst mich gerade ein bisschen. Stell dich mal aus. Jetzt können wir ganz klassisch anfangen, ohne uns Gedanken zu machen. Das wäre natürlich eine Herausforderung geworden. Aber man braucht ja eine bestimmte Anzahl an Bauern oder Bürgern, um überhaupt... der Kater ist wieder da. Ja, ja, mach mal Radar. Ist in Ordnung. Man braucht eine bestimmte Anzahl an Bauern oder Bürgern, um überhaupt... die Bauoptionen für eine Werft zu erhalten oder
zum Beispiel auch die Bauoption für ein Eisenvorkommen und dann die Bauoption für eine Köhlerhütte. Und es hätte noch sehr, sehr lange gedauert, bis wir dann wir sollten hier ein bisschen Holz achten. So, dann bauen wir das Holz dazu. Kein Baum. Richtiges Holzteil. Gut. Die pflanzen ja immer ihre eigenen Bäume. Das ist sehr schön, dass die so unabhängig sind. Und dann gleich nochmal ein Holzteil. Vielleicht noch da. Hier ist eine Bärenhöhle. Da können wir eventuell jagen. Deswegen baue ich da schon mal einen Weg hin. Das wird wahrscheinlich dann für die Adligen wichtig, denke ich mal. Wenn ich das hier ransetze, ist die Produktivität eingeschränkt. Nein, nicht? Okay. Super. Dann mache ich das gerade mal anders. Dann setze ich die weiter nach hinten. Und setze dann später. So. Ist auch 100% sehr gut. Dann können wir hier nochmal eine hinsetzen, wenn es sein muss. So, wir merken uns bei dem hellen Baum. Hier noch ein. Na, wir hätten es so ein bisschen nach vorne setzen können. Gut, mit einem Streifen dazwischen, denke ich mal. So. Ja, perfekt. Immer noch. Oh, jetzt hat es nur noch 93%. Jetzt wieder 100. Okay. So, jetzt ein bisschen abholzen. Gut, damit spürt sich doch gleich viel leichter. Ich würde gerne diesen Weg. Ja, geht das. Nur einzeln möglich. Ist ja auch ganz nett, dann können wir Feinkorrekturen vornehmen. Die Leute leben hier schon ganz glücklich. Bauern ziehen ein, das ist fein. Wir haben jetzt gerade schon 15 Miese. Dann bauen wir gleich mal was dazu. Und hier noch ein Weg. Dinge machen. Eine zweite große Siedlung um den Marktplatz herum. So. Oh, das ist falsch, ganz falsch. Oh, wir müssen uns auch dringend um Nahrung kümmern. Ich würde sagen, ziemlich bald. Sonst steigen die uns auf die Barrikaden. Wie viele Fische haben wir denn noch? Noch 9. Okay, dann beeilen wir uns einfach ein bisschen, dann hat sich die Sache. So, das bedeutet für uns, wir setzen hier jetzt mal, ich möchte den Hafen so. Als Fremden ist es euch leider nicht gestattet, Entschuldigung. Bauwerke nach orientalischer Art zu errichten. Er macht nichts. Ist alles in Ordnung. So, wir bauen das Markthaus mal. Herrje, in diesem Betrieb stapeln sich die Waren, aber kein Weg führt zu ihm. Ja, Entschuldigung, du bist halt ein bisschen ungeduldig, Morphy. Oder wovon redest du? Erweiterte Bauoption, Information, Straßen. Ja, ist gut. Ja, ja. Halte mich bitte nicht davon ab, die Fischerhütten, die nötigen zu bauen. Gut, hier kann man das noch nicht hinsetzen, aber für den Anfang reichen 2 Stück. So. Gut. Hätten wir das auch erledigt, dann hungert die Bevölkerung nicht und eine nicht hungernde Bevölkerung bedeutet zufriedenes Volk, das nicht rebelliert. Wir brauchen Werkzeug, das heißt, wir gucken uns jetzt schon mal um. Northy sitzt hier. Seid mir herzlich gegrüßt. Wow, was hast du denn alles? Was ist denn das hier, ein Spielerwürfel? Itemangebot wechseln. Ah, okay, kann ich für 250 Goldmünzen, das ist interessant. Saatgutmoss zum Verkauf. Ach so, das ist ja cool. Mit dem Aussehen von Saatgut kann auf einer Insel eine neue Fruchtbarkeit erschaffen werden. Verbessertes Siegeltuch, ordentliche Geschenksurkunde. Das gibt dann halt Ruhm, oder? Nee, es steigert das Ansehen. Und mit Ansehen können wir dann, meine Flotte ist unermüdlich dabei, Waren aus der Heimat hierher zu transportieren.
Das ist gut. Oh, wir sind im Plus. Das ist schön. So, haben wir denn... Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Hier ist Stein vorkommen. Und für Reben können wir hier anbauen. Interessant. Wie es scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Mhm. Ach, hier hat schon jemand besiedelt. Und zwar... Ah, Goldfurt, klar. Und wer siedelt hier? Keiner? Wer ist die Zucchini? Nee, Contessa Sanchibla. Sanchibla. Wir haben hier noch kleinere Inseln. Oh, hier ist ein Bergkloster. Sehr gut. Da können wir dann mit denen Handel treiben, wenn es denn so ist. Eisen! Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Besiedelt jetzt die gleiche Insel? Das ist ja interessant. Nee, nicht wirklich, oder? Doch. Nee, die anderen sind hier. Gut, das mit den Reben. Und hier ist die Hildegard, Schafsbruck und Goldfurt. Und wo ist denn hier Mr. Guy Focas? Wo hat sich der denn niedergelassen? Hier unten? Nein, das ist orientalisch. Das ist der Großvisier wahrscheinlich. Unbewohnte Insel, Goldfurt. Unbewohnte Insel. Es gibt noch ganz viel unbewohnte Inseln, das ist schön. Wo ist der denn? Den möchte ich nicht so gerne in meiner Nähe haben. Wow, der Fluss ist sehr schön. Wie er sich hier von oben sich herabschlängelt, wunderbar. Auch unbewohnt. Ach, der Guy Focas sucht noch herum, wie es aussieht. Wahrscheinlich setzt er sich gleich hier ab. Oder wohnt er jetzt hier unten? Das ist wahrscheinlich nicht gesagt. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Hassan ist bereit, gegen eine Zahlung von 1500 Goldmünzen einen Pakt mit ihnen zu schließen. Hör von mir aus. Jetzt kannst du erzählen. Hassan Ben Said hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt. Ja, sei mal stolz drauf. Wir hatten den Gifarkas, hat jetzt auch eine Insel. Seht ihr, wie ich gesagt habe, ist er auch auf die Insel mit den Reben gegangen. Und die ist auch schön groß. Vielleicht liegt es ja daran. Hat er denn Eisen? Nein, er hat auch Sohle. Einen Marktplatz jetzt natürlich. Jede Menge Sohle. Ach, hier hat er Eisen. Ja, das hat er schlau ausgewählt. Wir haben kein Eisen, aber ich würde gerne eine Brücke bauen. Das wäre natürlich interessant. Aber wir können hier ein Kontor errichten. Und hier eventuell auch... Was ist denn das da? Honig? Bienen kann angebaut werden. Okay. Vielleicht machen wir dann hier eine so ein Dreiecks-Dings. Oh, wir haben selber Eisen. Wer gucken kann, ist klar ein Vorteil. Sehr schön. Fisch steigt, Holz steigt. Die Musik ist neu, die kenne ich noch gar nicht. Ach so. Ach, davon hast du die ganze Zeit gesprochen. Das ist natürlich sehr schlau, dass ich das dahin gesetzt habe. Das wollte ich so nicht. Ich wollte das so wenden. So. Jetzt ist die Produktivität eingeschränkt. Nein, auch. Schon besser. Der Abtransport der Waren ist nun kein Problem mehr. Ja, gut, danke. Was bin ich auch so begriffsstutzig, Northy? Das tut mir wirklich sehr leid. Und wieso haben wir dieses Haus so dämlich dahin gebaut? Es tut mir leid, dass ihr ausziehen müsst, aber ihr müsst ein bisschen weiter siedeln. Warum? Wieso habe ich das getan? Gab es dafür irgendeinen Grund oder habt ihr heimlich den Marktplatz verschoben? Das kann natürlich auch sein. Das würde ich euch zutrauen. Ohne weiteres würde ich euch das zutrauen. So, der Fisch ist abgedeckt. Dann machen wir hier nochmal einen Markt aushöhlen. Und ziehen die Straße einmal weiter, damit wir noch mehr Fisch anbauen können. Aber noch reichen zwei Fischerhütten locker aus, um für eine Überproduktion zu sorgen. Oh, nicht genug Baumaterial. Wie schade. Naja, aber es können ja noch weitere Leute einziehen. Das ist nicht so das Problem. Vergesst nicht. Wenn ihr etwas benötigt, könnt ihr jederzeit bei mir zum Handeln vorbeikommen.
Das stimmt. Aber habe ich nicht mein Flaggschiff schon längst losgeschickt? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Ich habe nur ganz begeistert geguckt, welche Waren du hast. Dann gehen wir mal zu, kommen wir zum Handel. Wirklich mal bei Naughty vorbei. Losschicken. Und mit etwas mehr Tempo. Ja, der Weg ist weit. Ist bald. Oh, 118, 121, 123, sehr schön. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Ja, was hast du denn so? Zeig mal an. Gut. Wir hätten gerne Werkzeug und für den Anfang sogar Holz. 2040, wow. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Das gab anscheinend irgendwie Ruhm, dass wir mit ihm gehandelt haben. Ist auch okay. Was für eine Farbe haben wir denn? Offensichtlich grau oder so? Nee, grün. Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen, wären all seine Vasallen so rechtschaffen wie ihr. Nur weil ich mit dir gehandelt habe, bin ich rechtschaffen? Okay. Das freut mich. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe erreicht. Ja, jetzt gib halt an, wer denn? Wahrscheinlich die Goldfurt-Frau. Ja, genau. Ja, meine Schiffe bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät, dem Kaiser. Und, wie geht's ihm? Wo ist unser Schiff? Ach, das schleicht da noch, okay. Was ist denn da jetzt? Ach, möchtet ihr nicht in den Konvent eintreten? Was, ob ich in den Kontinent eintreten möchte? Wieso ist denn das, warum war das jetzt rot? Ach, okay, wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich, wo die einzelnen Leute wohnen. Das ist doch sehr schön. Landname. Hast du deine Landmarken über Bord geworfen und dort sind sie an Land geschwommen? Ja, war das so? Da, die Neptun hat ihr Ziel erreicht. Hau raus. Gut. Oh, wir haben so viel Werkzeug, dass wir gar nicht schleppen können. So viel haben wir also eingekauft. Interessant. Gut, die Neptun, du kannst jetzt mal ein bisschen warten hier. So, bevor wir weitermachen. Verzeiht, ja, aber gut. Es ist mir untersagt, Fremde in die orientalische Baukunst einzuweihen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Wir müssen das andersherum machen. Tut mir leid. Gut, der Rest lagert erstmal in der Neptun. Das wird schon bald nötig sein, weil wir bauen hier Häuserchen hin. So. Wir haben ja Feuer angestellt, ja. Ich frage mich gerade, ob das wirklich so schlau ist, die Häuser so dicht an dicht zu bauen. Dann bauen wir uns jetzt noch eine Kapelle. Noch sind da fast alle Häuser im Einzugsbereich. Ups, wenn ich die so schräg baue, ist es auch nicht besser. Dann bauen wir sie so. Dann ist nur ein Gebäude nicht im Einzugsbereich. Und es ist alles in Ordnung. So, ja, jetzt wird gleich gemeckert, das Gebäude hat keinen Anschluss, bla bla. Jetzt hat es Anschluss, jetzt kann nicht mehr gemeckert werden. Sehr gut. So, noch ein Haus, noch zwei Bauernhäuser. Das ist schlimm, man kann nicht aufhören. Machen wir hier mal eine Straße durch? Doch nicht. Machen wir hier eine Ringstraße. Die Ringstraße. Nicht genügend Baumaterial. Oh, es fehlt an Holz. Neptun, du kannst mal dein Lager noch mal leeren. Gut, Fisch ist schon wieder maximal voll. Dann werden wir einmal eine Tour zu Northy karren. Der saß hier auf der Mini-Insel. Also so eine richtig fette Stadt mit Dom wird das hier ja nicht. So. Wow. Also wir haben wirklich einiges zum Bauen vor uns. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Stadtkern dann noch hin soll, aber es wird wahrscheinlich nötig sein. Gut, als nächstes. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 5 Minuten, um genau zu sein. Da werden wir mal eine Moschtfabrik bauen, einen Moschthof. Die
kann ich nicht nach da bauen. Interessant. Ach so, wahrscheinlich, weil wir hier keine Hütten haben. Ja, dann baue ich den doch nach da hinten. Nicht direkt vielleicht als Sohle vorkommen, sondern... Wobei, eigentlich wäre es nett, wenn wir hier so unsere Landwirtschaft hätten. Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeiten. Hm. Zum Schiff auf See. 4 Tonnen Holz. Gut. Oh, da haben wir eine halbe Stunde Zeit. Das werden wir trotzdem erst das nächste Mal machen. Ist vielleicht etwas wagemutig, aber... also wagemutig, was mein Gedächtnis angeht, ja. Ich werde das ganz sicher vergessen haben. Bis dahin, dass wir das machen wollten. Hier ist schon wieder Sohle vorkommen, aber hier ist nichts. Machen wir hier jetzt mal eine T-Straße hin. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Schon wieder. Man besiedelt hier ganz viel. Ach so, eine orientalische Insel. Auch für uns wird schon was übrig bleiben. Das sind ganz neue Stressfaktoren hier. So, ein Most. Da wir jetzt ja schön pflanzen können, wie wir wollen. Machen wir das jetzt einmal so. Nein, wir wollen das schon quer haben. Danke. So. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier noch weitere Mosthöfe entlang der Straße machen. Und sind dann erstmal versorgt. So. Ich würde sagen, es ist ein ganz guter Cut. Wir merken uns den Auftrag, den... Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Ach so, ist gut. Alles klar. Gut. Ja. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Ja. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Das ist wirklich gut. Wir machen jetzt noch den Auftrag fertig. Wir haben ja 17 Holz übrig. Na, fährt das Schiff? Gut. Also wir machen noch den Auftrag fertig. Jetzt geht die Zeit schneller rum, oder? Ja, genau. Oh, oh. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja doch, müssten wir. Wir erledigen den Auftrag, weil ich nicht mich auf mein Gedächtnis verlassen möchte. Na, sind wir schon da? Ja, offensichtlich. Wie viel waren das? 4 Holz? 4 Holz zu einem Schiff auf See. Gut, haben wir erstmal 10. Wo ist denn das Schiff? Da hinten. Gut. Mal gucken, ob wir das schaffen. In der angegebenen Zeit. Einige Bürger sind in gut gemacht. Yeah, der Fortschritt Bürger. In eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Das Gott ist schön. Hält seine Hand schützend über eure Stadt. Grandios. Eure Stadt ist ein wahres Kunstwerk. Was schlagst Würdet du so ihr meinen Kass? Mitschwestern und mir euren Beistand gewähren? Natürlich. Meine Gebete wurden erhört. Gerne doch. Also mit dir mache ich gern einen Pakt, mit den anderen eventuell auch. Also, wir haben jetzt noch 22 Minuten Zeit. Eure Handlungen zeugen von eurer niederen Geburt! Was hast du denn für ein Problem, bitteschön? Was kann ich dem jetzt mache ich Kaiser über den Auftrag vermelden? Dass er ausgeführt Danke. Wurde. Natürlich. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Wir haben Geld bekommen. Ein Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein geschickter Schachzug. Ja, das stimmt, bevor es teurer wird. Eure Entscheidungen sind wahrlich weise. Ich denke, wir werden uns noch mit der Comtesse anlegen, wenn es so aussieht. Und Guy Fracas schleimt uns jetzt zu, da wir kein normaler Lakai Meine mehr sind. Meine Sympathie für euch ist gerade noch größer geworden. Ja, um einen ganzen Punkt, Guy. Alles klar. Also ein Punkt bei Guy Fracas. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Yay, gut. Und mit diesen grandiosen Aussichten verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ihr seht, es gibt auch hier massig Aufträge zu erledigen, wenn man denn möchte. Und damit auch massenhafte Ruhm und so weiter zu erzielen. Bis auf die konkurrenzgeile Comtesse haben wir, glaube ich, aber keine Probleme mit unseren Mitstreitern, da sie ungefähr auf einer Wellenlänge sind. Besonders die Hildegard wahrscheinlich. Gut, wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Ich hoffe, ihr...
macht euch eine nette Woche, wenn es möglich ist, und habt nicht zu viel Stress auf der Arbeit, falls ihr arbeiten geht. Oder in der Schule, falls ihr noch in die Schule geht. Wir sehen uns dann also. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao.